Wir machen jetzt mit der giftigen Wache weiter. Es wird ihm noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Guten Tag. Sehen, was uns erwartet. Ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Interessant. Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Okay. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft, dieser visionslose Narr. Das Haustier gegessen. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich zwei Schnatzer mit einem Stein. Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken. Und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Füllen wir uns auf jeden Fall die Tasche, würde ich sagen. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Das klingt doch gut. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. So, was da hier? Ich muss wohl Mr. Lawleys Keller finden. Das muss es sein. So, aber schnell. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Revelio. Sie sind auf jeden Fall im Keller. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Wie gesagt, das ist natürlich schade, wenn man ja die Münzen nicht mitnehmen kann. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Revelio. Alles klar. Hallo, Homura. Sehen, dass es klappt. Wenn du das da anziehst. Was geht da im Keller vor sich? Wo ist die Venemosa Tentacula? Revelio!
Schön, dass mir den Typen gerade anzeigt. Langsam eine brennende Spinne. Incendio. Levioso. Confringo. Arresto momento. Repulso. Levioso. Potego. Confringo. Arresto momento. Confringo. Nintendo! Expelliarmus! Protego! So viele Spinnen. Kein Wunder, dass sie noch nicht das ganze Haus übernommen haben. Wie kommen denn hier so ernst? Confringo! Incendio! Expelliarmus! Defindo! Incendio, Expelliarmus. Ist das dein Ernst, Alter? Accio. Descendo. Lazio. Accio. Confringo. Protego. Arresto momento. Levioso. Incendio. Defindo. Revelio. Ich hab echt gedacht, es wird ein bisschen entspannter. Revelio. Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Echt alles voller Gras. Incendio. Revelio. Okay. Irgendwas verpasst, ne? Revelio. Beschäftigen mich ja ganz stark.
Revelio. Keller wieder geplündert. Sehr schön. Konnten Sie schon diese Freundin von mir von diesem... Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Loli geht derweil unter. Und unsere Belohnung? Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkos. So. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. Na drauf, oder? So, dann haben wir einen kleinen Diebstahl begangen. Mal sehen, was wir im nächsten Video machen. Bis dahin.